Hallo! Ja, wir können auch nochmal Corona sein. Na, ist egal. Ja, komm, mach. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier im Ranel-Steinberg unterwegs. Genau. In der Ranel-Wüste befindlich. Und ja, sind hier in der letzten Folge frisch eingestiegen. Wie Jens. Zu meiner rechten Seite, wie üblich, genau. Und der Nerd und unser Christoph hier, genau. Zu meiner Linken. Ja, die sitzen beide hier neben mir auf der Couch. Und, ja, wir haben, einige Folgen gebraucht, ne, in der guten Wüste, ja. Die episch lange trockene Wüste von Ranel. Und, jawohl! Yeah! Warum auch immer die Glibber fallen lassen, aber sie lassen Glibber fallen. Glitch, eindeutig Glitch. Yay, endlich ein neuer Glibber. So, und was soll ich sagen? Das ist jetzt aber schon das Dungeon, ne? Quasi. Ja. Ja, genau. So, also wir haben ja dann in der letzten Folge hier den Schlüssel in Anführungsstrichen gefunden, haben das Schwert mal so richtig tief reingesteckt und sind jetzt also was? Sind jetzt hier also nix. Im dritten Tempel, wenn man so will. Hey, immerhin. Ja, darum geht's ja gar nicht. Nee. Ja, toll. What the fuck? Und ja, jetzt schicken wir hier unseren ebenfalls, ich sag jetzt immer neu, weil ist ja eine neue Session, ne? Ist schon ein paar Tage her hier. Unseren schicken Greifkäfer, den wir irgendwann in einer der letzten Folgen geholt haben, auf die Reise. Sehr praktisches kleines Tool hier, wie ihr seht. Ja, es dauert immer ein bisschen, es tut mir auch leid, aber. Aber immerhin noch das eine Vieh gekillt, das ist schon viel wert. Ich laufe mal ein bisschen näher, dann wird es schneller. Das spart dann Zeit, das mag durchaus sein. Könnte man meinen, ne? Ja, also wie ihr schon aus den letzten Folgen kennt, geht hier viel über Erwisch. Ja, logisch. Das Zerbomben der kleinen Sandviecher, das kommt dir, glaube ich, nicht entgegen. Schaffst du! Ah, sieh. Hallo? War knapp. What the hell? Hätte man eigentlich schaffen können, müssen, tun sollen, aber naja. Ich verstehe es auch nicht, aber gut. Ach, nicht, wir brauchen ja kein Geld. Nee, wir haben zwar ein Upgrade noch geholt, wer sich erinnert. Ah, nee, haben wir gar nicht, ne? Das wollten wir ja noch machen. Das stimmt, wir wollten ja nochmal wieder rausgehen und das Upgrade kaufen gehen in der Stadt. Stimmt eigentlich. Stimmt sogar richtig. Dann würde ich mal vorschlagen, machen wir das. Ja, genau, das war, ja, wieder mal nicht durchdacht, aber egal. Nee, macht ja nichts. Macht ja nichts, genau. Immerhin haben wir ist schon ja bei uns nicht das erste Mal, macht ja nichts. Schon mal die ersten Schalter betätigt. Bleibt das jetzt hier eigentlich alles so, oder? Ja, deshalb werde ich wahrscheinlich doch noch einmal dahin laufen, weil dann haben wir den Schalter. Schau mal, was triggern, einmal. Genau, dann ist der auf jeden Fall für gleich schon mal. Ah, okay, ja. Ne? So, und dann, die Musik sagt dann. Dann hoffe ich mal, dass der das speichert, in Anführungsstrichen, sich merkt. Ja, denn, es ist jetzt nicht so, wir können das Dungeon oder den Tempel jetzt auch so angehen, aber wie ihr seht, ist unser Beutel schon voll, den man ja noch vergrößern kann und wer weiß, was wir von dieser ganzen Kohle noch so Nettes kaufen können. Ja, genau. Deswegen wollen wir einmal auf dem Expressweg hier zurück. Speicher war, glaube ich, da. Da, genau. So, wenn ich was bei den Speedruns gelernt habe, ist es, dass das letzte Viertel der Ausdaueranzeige langsamer aufgebraucht wird beim Sprinten als die ersten drei Viertel, weshalb es schneller ist, immer nur das erste Viertel sich wieder aufladen zu lassen und dann wieder zu sprinten und dann wieder aufladen zu lassen. Ja, richtig. Aber du musst auch kurz bevor
er quasi sich erholen muss, immer aufhören. Ne? Weil ja, sonst halt mies. Also sonst kriegt er Asthma und das wirkt sich ja aus. Ne? Oh. Ah, passiert. Ja, sonst musst du, wenn du jetzt mal für einen normalen Speedrun bei uns hier im Let's Play den Faktor 10 draufrechnest, müssen wir halt für jedes Mal, dass wir aus der Puste kommen, eine Folge länger machen. Das ist ja vollkommen normal. Genau. So. Mindestens. Dann, was machen wir denn jetzt? Gehen wir dann jetzt erst zu Tingle hoch oder gehen wir dann... Zu Tingle? Zum Terry. Terry. Ganz ruhig. Ich weiß, der ist, das ist ja... Ja, das ist ein Trauma einfach. Da kann ich auch nichts hören. Gehen wir direkt zu Terry. Hier, dann gehen wir dann. Ich spar mir mal den einen... Na komm. Komm schon. Ja, eine Sache gibt's ja, glaube ich, beim Terry immer noch, die können wir uns auch jetzt noch nicht leisten, ne? Aber ja. Ja, wir gucken. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal den größeren Geldbeutel. Genau, die beiden Medaillen, die es nämlich hier zu kaufen gibt. Ja. Ja, das, ne, oder? Das dritte von links. Das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du weitere 300 Rubine mehr tragen. Jasse, für gerade mal 100 Schlapp Rubine. Nehmen wir mit. So, ja, ich meine, so ein Beutel aus Stoff ist schon mal 100 Rubine wert. Auf jeden Fall. Und damit können wir ganze 1200 Rubine tragen. Thank you. Thank you. Oh, vielen Dank. Das gibt mir die Kraft, hier weiter zu trampeln. So, aber ich glaube, sowas wäre grundsätzlich auch nicht verkehrt. Wenn genau. Ja, okay. Mama. Sicher, wir haben's ja. Ja, zumal dann haben wir immer noch 200. Und egal, was wir jetzt eventuell noch unten upgraden, ich glaube nicht, dass das 200 kosten. Nee, für gewöhnlich nicht. Thank you! Zumal, wie du gesehen hast, oder wie ihr auch gesehen habt, brauchten wir ja jetzt noch einen zusätzlichen Platz, weil im Moment ist alles voll. Ich meine, ob wir alles brauchen, was wir da mit rum und uns rumschleppen. Nee, aber wir hatten ja letztes Mal schon Probleme, ne? Aber weißt du, wir haben jetzt drei. Drei Flaschen. Drei Flaschen, dieser Zusatzbeutel für die Deko-Kerne. Ob man das jetzt alles mit sich rumschleppen muss, ist halt die Frage. Ja, bei deinen Aiming-Künsten ja eigentlich nicht. Zumal ich da lieber fast mehr Bomben mitnehmen würde als. Jo. Oh ja! Hey. Ja, wir kennen den Text inzwischen und wir wollen Sachen reparieren. Verbessern. Genau. Okay. Weil wir haben ja jetzt hier, guck mal, ne, wir können jetzt zum Beispiel auch von der Tasche verwenden. Aber nur noch nicht genug. Okay. Da würden wir nicht 20 Kerne mit uns tragen. Ah, eine Monsterklaue, ja, schade. Kann er echt den Käfer verbessern? Klar. Ach, schneller. Schade. Dann wird er nämlich schneller. Das schade. Ist episch. Das, also, ich meine, ich weiß ja nicht, das könnten wir jetzt mal eben holen, ne? Wo denn? Achso, hier draußen irgendwo, ja. Nee, ja, nicht mal eben, aber wir könnten nach. Schade. Das ist echt bitter. Ja, wir könnten wieder ins Waldgebiet fliegen. Und da gibt es ja die Bienen. Das ist ja kein Problem. Du könntest noch Tränke verbessern. Hey, willkommen im Trankladen. Yeah. Hi. Ja, schwul ist er ja nicht. Nee. Also. Ist eher so das verpeilte Kind, die drauf so. Hallo, Papi. Voll mega dicht. Immer noch nicht eins davon. Echt krass. Ja, und den Fiorisen. 16 Himmelsfalter, die werden wir immer, werden wir die auch nochmal los. Ey. Ach ja. So, ist doch echt schade, dem haben wir, glaube ich, noch nichts abgekauft, ne? Ne. Oh, der fleißige Asiate, von dem wollen wir nichts. Ja, richtig, genau, von dem wollen wir nichts. Ja gut, aber dann haben wir schon mal gut Geld investiert. Ja, weiß ich nicht. Können also jetzt satte 1000 Rubine sammeln. Ja, ich meine, jetzt haben wir die Folge eh schon so halb angeschnitten, ne? Dann können wir ja mal den Quad versuchen. Wenn du meinst, wir können ja direkt landen, das ist ja der Vorteil. Ja, eben, dann. War den grünen Bisschen da. Machen wir beim nächsten Mal. Ach, die drei Dinger einsammeln.
die Airmail Express. Ja, Leute, ihr wisst, also man muss auch sein. Also, ja, was? Ja, ist so laut hier. Ihr kennt ja das Problem. Das ist nämlich ganz nice. Das sehen wir ja jetzt zum ersten Mal mehr oder weniger. Das kann so wichtig gar nicht sein. Ah, okay. Ah, cool. Genau. Ah, cool. Jetzt kann man nämlich sagen. Tief im Wald. Jaha. Ah, ey, das ist ja okay, das ist ja cool. Ja, das ist ganz gut. Da hat, wir schreiben ins Logbuch, Fai wieder mal 5 Sekunden was Wichtiges zu sagen. Ne? Ja, ausnahmsweise dann doch mal. Ach, schade. Oh. Ja, bitte. Putz. Oh, da hat er drauf. Aber mal so irgendwie das Schild schärfen oder so können wir nicht, ne? Nein, aber wir mussten erstmal einen Fioriesenkäfer einsammeln, damit wir endlich unser Schild verstärken können. Aua. Ist auch geil, mit einem so einem Käfer kann man direkt mal. Oder? Warte mal, nee, war gar nicht. Wir konnten damit unser. Ach, hier, genau. Ach, du weißt es schon. Unseren Trank verbessern. Trank, ja. Ich wollte schon sagen, also wenn man damit auf einmal. Das wäre ein bisschen komisch. Ach, guck mal, wie das steht. Willst du die Vögel fangen? Nein, nein. Squish! Vogel gefangen. Scheiße! Oh. Ach, das hat Vogelfedern gegeben. So ist das nämlich. Ich dachte schon, ey, da will der hier einfach die Vögel fangen, ne? Ah. Ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, dass die wiederkommen würden. Ma! Ja, Leute, dann machen wir es beim nächsten Mal. No risk, no fun. No risk, no Alter. Fun. Also ich fand den Sprung gut, ja? Ja, nee. Völlig, ich wäre auch gesprungen. Ah, geht doch. Könnte Speedrunner werden. Ach, da oben hängt er. Ma. Ja, voll. Alter. So will ich dich sehen, Mann. Nee, hier ist leider kein Wespennest. Was, da oben war da eins? Was da? Ja, ist das da ist aber kein Wespennest. Ach so. Ah. Da vorne hängt eins. Ah, da rechts, richtig. Yeah. Aber das kriegen wir nicht. Ach, warte, doch, warte. Ja, das wird geil. Das wird geil, Leute. Das wird euch gefallen. Vor allem achtet. Das wird richtig awesome werden. Nein! Richtig awesome. Du hast 8 Rekubinen gefangen. Geil! Krass. Ey, so, das Gift erhält man in biegsamer Medizin. Die halt oh, nice, so. Ey. Ja. Schwing. Vorhin gleich mal 8 Stück. Das ist richtig episch. Da gehen noch ein paar. Jawoll. Bienenlarven erhalten. Wir können ja gleich mal gucken, wie viele Bienen wir am Ende gefangen haben. Jetzt haben wir schon 10. Krass. Weißt du, da allein gesammelt. Anstatt da mal Danke sagt, weißt du, dass wir hier das Problem beseitigt haben. Das war doch jetzt mal richtig geil, Leute, oder? Bisschen episch. 19 Bienen und 2 Bienenlarven. 19 Bienen haben wir jetzt. Immerhin, ey. So, boah, was ein Looter. So, jetzt holen wir nochmal welche und dann. Ey, auf die fallen wir doch gar nicht mehr rein. Die droppen sowieso nie, weil die können uns echt mal am Arsch. Oh oh. Jawohl. Astra. Nein! Die Käfer. Oh nein, der will schon die Kavallerie rufen. Schönes Ding, schönes Ding. Hast du
Boah, richtig, Alter, richtig an die Wand gewichst. Zack. Jawohl. Brauchen wir auch noch. 29 Bienen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Aber es waren keine Bienenlarven dabei, ne? Ah, Mist. Ja, weil das Ding hängt da oben. Achso, ja, deswegen. Hast du nur die Bienen geärgert? Lol. 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 Hallo. Na komm schon. Du willst doch auch. So. Nee, Quatsch. So, jetzt kommt ein Glitch. Einmal schnell im Pausenmenü. 39. Ja, brauchst 10. du noch ein paar Bienen? Nö, geht schon. Ja. Yay! Eine Vogelfeder. Ja, die blauen sind nämlich seltener. Angeblich. Die findet man halt auch in Truhen teilweise. Weil genau, die Vögel sind halt seltener grundsätzlich, ja, aber die sind alle schwierig zu kriegen. Ja, warte mal. Aber die Käfer wollte ich noch haben, deshalb gehe ich einmal kurz raus und da rein, dann haben wir auch die Käfer. Der kennt alle Tricks. Ja. Ich hab das aber sowas von, ich sag dir. Willst du die Bienen noch fangen? Ich habe nicht so viele. Komm her, du Sau. Komm her. Komm her, du Sau. Man versteht gar nicht, warum die Bienen jetzt zu uns kamen. Also, hey. Weil wir waren eigentlich auch, noch, ne, ziemlich weit weg davon, aber... Aua. So, wir haben genug Bienen fürs gesamte Spiel. So viel steht schon mal fest. Aber nur Deko-Kerne. Ich guck grad. Ah, wir haben aber, ja, zumindest noch einen dieser Käfer gefunden. Das ist schon mal gut. 58 Bienen. Sollte reichen. Sag. Vor allem, jetzt kommt wieder einer dieser Momente im Spiel, wo man sich fragen muss, wo genau bewahrt er die alle auf? 58 Bienen. Stopp. Hat man doch immer so in der Tasche, oder nicht? Ja, klar. Nein. Entschuldigung. Das war ein Fail. Irgendwie schon größer. Womit können wir jetzt mal den Käfer schneller machen? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Mit ein paar Bienen, ne? Nee, oder war das mit, war das, wofür wir die Dings brauchten, die Bienen? Weil irgendwie, das mit den Tränken war da was anderes, da war da... Den einen Trank, da fehlte uns noch alles, da können wir also noch gar nichts von gehabt haben. Und der andere, da fehlte uns doch nicht nur eine Bienenwabe. Ich meine, das wäre der Käfer gewesen. Das ist nicht genau. Müssen wir uns erstmal gucken. Richtig, in your face. Ja, komm, Speedrun mal jetzt hier. Hat er gesehen von uns. Deku. Schafft man nicht wahrscheinlich, und das schafft man wahrscheinlich auch nicht, aber das macht nichts. Irgendwie ist die Taktik nicht aufgegangen. Nee, ich wusste auch von Anfang an nicht so ganz genau, was du vorhast, aber... Ja, du kannst... Ja, man kann die wieder droppen, ne? Ja, der ist ja bekannt. Ja, ja, genau, das habe ich versucht. Ich sollte nur nicht zu nah an ihm dran stehen, das ist das Einzige.
weg. Da fliegt er fast ins Netz, weißt du? Das ist doch unfassbar. Ja, ja, ja. Ab ins Wolkenmeer. War ein Versuch wert, war ein Versuch. Ja. Aber wir haben ja genug gefunden. Ja, und 9. 58 Bienen. War recht erfolgreich, würde ich mal sagen. Hat sie auf jeden Fall gelohnt. Ja, wer weiß, wie viele Bienen wir jetzt für so einen Trank brauchen. 15 ja. Stück oder so. Ja, dann würde ich sagen, ab nach oben, ja, ne? Dann ab nochmal in den Bazar. Genau. Dann können wir direkt in der nächsten Folge ganz entspannt losdüsen. Genau. Ja, dann ziehen wir jetzt hier eiskalt durch. Ja. Diese Folge noch. Hast du gemacht 20, ja, ne? Ja. Ja, ja, dann ist ja halt immer noch 8. Locker. Locker, easy. So, ab dafür. So, dann gucken wir jetzt nochmal, was der Kollege Itemverbesserer haben wollte. Oh ja! So, alles klar. Okay. Okay. Ja, da siehst du. Zeig doch die Bienenlarven. Machen wir. Jawohl. Machen wir. Jetzt haben wir hier den getunten Käfer. Jo, machen wir. Okay. Perfekt. Schraub, schraub, schraub. Der schraubt sich da hin zurück. Schraub, schraub, schraub. So, ich bin fertig. Hier gehört 4. Ja, du hast den Flintkäfer erhalten. Er ist um einiges schneller als sein alter Käfer, aber pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Jo. Können wir noch weiter verbessern. Kraftkäfer. Können wir sogar direkt machen. Alter Schwede. Ja, geile Aktion, ey. Stimmt, wir haben das Geschenk der Göttin schon abgefahren. Ja, wir haben leider noch keine Monsterkralle. Sonst hätten wir das jetzt machen können. Ja, und da den Sonnen Monsterkralle. Ja. Ja, dann, ne? Machen wir? Ja, klar. Ja, klar. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Ja, machen wir. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, als ich das Spiel damals das erste Mal durchgespielt habe, habe ich den Kraftkäfer total spät bekommen. Gefühlt ist das viel zu früh, ey. Wir haben den dritten Tempel noch nicht mehr durch. Aber schon direkt letzte Ausbaustufe von dem Käfer. Ja, immerhin, ne? Yeah! Der sieht schon episch aus, oder? Er kann viel länger... Ach, der ist boah, voll vergoldet hier. Epic! Ja. Wie hieß der jetzt? Kraftkäfer. Ach, Kraft so. Weiter aufbessern können wir ihn dann doch nicht mehr. So, dann gehen wir nochmal eben bei dem Trankmischer vorbei. Ja, wie gesagt, ich meine, da geht sowieso nicht so viel. Ja. Ne, ich meine mich auch nicht. Wobei, wir haben jetzt einen Chiron-Käfer vielleicht. Ja. Ja. Schon bei dem Aqua. Ja, die Himmelsanbetung, genau. Yeah. So, verfeinerter Herztrank füllt alle deine Herzen auf. Ja, machen wir, ne? Wie oft kann man den eigentlich benutzen? Einmal nur? Oder? Ich glaube schon. Egal. Wenn er den dann nochmal weiter verfeinert, dann kann man den, glaube ich, zweimal nutzen. Aber, ich guck mal eben was. Dann macht das jetzt noch nicht so viel Sinn. Nee, weil nicht wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Herzen und wir müssen mindestens ein Viertel Herz haben, damit wir den überhaupt noch einsetzen können. Also. Sparen wir uns das. Genau. So, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle auch erstmal wieder Päuschen. Und dann in der nächsten Folge fliegen wir dann rüber. Boah, was ein Wendekreis. Ja, guck mal, wie schnell das Vieh ist. Ja. Nike, ey. Nice, ne? No. No. Vor allem, wie weit wir damit fliegen können. Ja. Geil. So, hier oben waren irgendwo Herzen, meine ich. Die können wir vielleicht mal einsammeln. Ups. Oh. Pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. So, also. Jo, dann würde ich sagen,
Packen wir es für diese Folge? Packen wir es. Fliegen schon mal los? Sollen wir schon mal losfliegen einfach? Nee, komm, machen wir gleich. Ganz cool. Passt schon. Gut. Also, danke fürs Zusehen. Macht's gut, Leute, und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.